Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es den lang ersehnten dritten Teil von meinen WG-Storytimes. Ich weiß, ich habe jetzt ein bisschen auf mich warten lassen, aber wie ihr vielleicht seht im Hintergrund, ich bin ja umgezogen und filme das jetzt in der neuen Umgebung. Tatsächlich war der zweite Teil auch vorgedreht. Der kam, glaube ich, so ungefähr, als ich angefangen habe umzuziehen. Und da habe ich ein paar Videos vorproduziert, weil mir klar war, dass sich das alles sonst nicht ausgehen wird. Aber ich habe mich jetzt hingesetzt und habe meine Notizen durchgeschaut, was ich euch dann noch erzählen kann, denn ich habe euch ja versprochen, es gibt definitiv einen dritten Teil und je nachdem, wie gut wir mit dieser Liste hier fertig werden und wir wollen ja die Videolänge auch nicht überstrapazieren, denn das könnte leicht passieren, gibt es eventuell auch noch einen vierten Teil, also ohne große Umschweife. Fangen wir mal an. Ich habe mir gerade noch mal angesehen, was ich so gegen Ende des zweiten Parts erzählt habe. Und das war unter anderem, dass der eine Mitbewohner ja regelmäßig nur in Boxershorts bekleidet rumgelaufen ist. Und da ist mir jetzt beim drüber nachdenken tatsächlich auch noch aufgefallen, dass er nicht nur damit rumgelaufen ist, sondern so auch Sport gemacht hat, beziehungsweise er hat regelmäßig sowohl in seinem Türrahmen als auch in dem meiner besten Freundin oder mir, wenn er gerade dran vorbeikam, Klimmzüge gemacht und hing dann einfach so in unseren Türrahmen drinnen, halbnackt. Und wir konnten nicht viel dagegen tun. Was aber unsere Reaktion auf genau solche Aktionen von ihm war, war, dass er irgendwann mal angemerkt hat, dass er den Geruch von Räucherstäbchen einfach nicht abhaben kann. Und kindisch wie wir waren, haben wir, als wir einfach es nicht mehr ausgehalten haben, ihn ständig bei uns in der Nähe zu haben, in unseren Zimmern angefangen, Räucherstäbchen anzuzünden, damit er einfach nicht reinkommt, weil er den Geruch nicht abhaben kann. Ich weiß, unfassbar kindisch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber ich weiß nicht, zu dem Zeitpunkt fanden wir das eine super tolle Lösung und so haben wir ihn quasi einfach ausgeräuchert. Ich glaube, wir haben auch zu irgendeinem Zeitpunkt dann in der Küche angefangen, diese Räucherstäbchen zu verteilen. Ich glaube, er hat das tatsächlich auch nicht wirklich auf sich bezogen, sondern einfach, dass wir das so gern mögen. Tatsächlich habe ich nichts gegen Räucherstäbchen. Ich mag den Geruch auch sehr, sehr gerne. Jetzt vielleicht nicht so oft, wie ich sie damals im Endeffekt benutzt habe. Also es hätte definitiv nicht in so einem Ausmaß sein müssen, aber es hat ihn zumindest so ein bisschen von uns ferngehalten und das, ja, war unser Sinn und Zweck dahinter. Wie gesagt, wir waren damals ein bisschen kindisch und waren jetzt nicht so die Besten im Konfrontieren. Das hatten wir irgendwie noch nicht so wirklich gelernt. Heutzutage würde ich diese Situationen alle ganz anders regeln. Aber damals, ja, waren meine beste Freundin und ich einfach zu schüchtern, um irgendwas dagegen zu sagen. Unter anderem auch gegen unsere Spitznamen, die wir von ihm bekommen haben. Denn warum auch immer war es ihm irgendwie ein Anliegen, uns Spitznamen zu geben. Meine beste Freundin und ich haben einen Spitznamen füreinander, den er irgendwie mitbekommen hat und lustig fand. Und Gott sei Dank hat er nicht angefangen, uns auch so zu nennen, sondern hat seinen eigenen benutzt. Aber irgendwie hat es das dann im Endeffekt auch nicht besser gemacht, denn er hat uns Mausi genannt. Ich war Mausi Nummer 1 und sie war Mausi Nummer 2. Allerdings war das in so einem richtig schönen, ekligen Wiener sodass es nicht Mausi war, sondern Mossi. Falls es jemand nicht weiß, ich bin Wienerin, ich lebe mein ganzes Leben in Wien, allerdings bin ich deutsche Staatsbürgerin und habe es irgendwie nie so wirklich auf die Reihe gebracht, Wiener Dialekt zu sprechen, beziehungsweise manchmal haut's hin. Entschuldigt bitte an alle Österreicher, die sich darüber eventuell beschweren sollten. Und wie gesagt, ich lebe mein ganzes Leben hier und ich habe grundsätzlich nichts gegen den Dialekt, aber es gibt einfach manchmal so Formen, wo es einfach so richtig grindig klingt einfach. Und dieses O ist eine Sache davon, ähnlich wie das Meidlinge L, das einfach mich innerlich zum Kotzen bringt. Entsprechend bin ich jedes Mal, wenn ich Mossi gehört habe, gerannt. Und zwar wirklich gerannt und es hat mir einen kalten Schauer über den Rücken gejagt. Abgesehen davon, dass ich nicht verstanden habe, warum genau ich ein Mossi bin. Denn das ist so die Art von Kosename, die ich vielleicht innerhalb meiner Familie oder einer Partnerschaft durchgehen lasse. Aber von Freunden, beziehungsweise in dem Fall eher Bekannten. Ja, ist das schwierig. Ich würde behaupten, dass man uns angemerkt hat, dass wir nicht begeistert waren von diesen Kosenamen. Ich kann mich aber tatsächlich nicht erinnern, ob wir es mal effektiv angesprochen haben. Vielleicht so ein kleines bisschen. Aber so wie ich uns kenne, sind wir definitiv nicht auf ihn zugegangen und haben gesagt, hey, du
lass das einfach. Unsere Freunde waren tatsächlich auch nicht ganz begeistert davon. Ich glaube, mein Ex-Freund hat damals sogar irgendwas mal in die Richtung gesagt, aber auch so eher spaßhalber, von wegen, er soll das mal lieber lassen, weil das ist immer noch seine Freundin. Aber das wurde natürlich alles eher weniger ernst genommen. Kommen wir mal wieder zu meinem anderen Mitbewohner. Eigentlich so meinem Lieblingsmitbewohner, wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke. Abgesehen natürlich von meiner besten Freundin, aber das steht sowieso alles außer Konkurrenz. Das war der Physiker, der manchmal, ich möchte nicht sagen sozial inkompetent, aber durchaus etwas in die Richtung war. Er war ja wirklich ein super süßer Kerl, aber manchmal hat er nicht so ganz mitgedacht. Das ist tatsächlich eine Story, die ich nicht live miterlebt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt in der Uni oder so war, aber meine beste Freundin hat es mir dann im Nachhinein erzählt und ich kann es mir tatsächlich bildlich vorstellen und ich bereue es bis jetzt, dass ich nicht live dabei war. Auf jeden Fall hat es an dem besagten Tag bei uns an der Tür geläutet und wenn wir jetzt niemanden erwarten, haben meine beste Freundin und ich es meistens so gemacht, dass wir nicht zur Tür gegangen sind. Gerade in WGs kann es ja oft sein, dass Besuch für jemand anderen kommt und deshalb, wenn wir wussten, dass es nicht an uns gerichtet ist, sind wir erst gar nicht zur Tür gegangen. Aber unser lieber Mitbewohner, obwohl er keinen Besuch oder ähnliches erwartet hat, ist zur Tür spaziert und hat kurze Zeit später freudestrahlend an die Tür meiner besten Freundin geklopft und meinte, hey du, ich habe gerade aufgemacht, es hat geläutet, ich weiß nicht, hast du es vielleicht nicht mitbekommen, aber ich habe gerade mit einem sehr netten Mann gesprochen und ich habe gesehen, du hast doch einen Fernseher bei dir stehen, oder? Er hat einfach der Giss die Tür aufgemacht. So heißt es zumindest bei uns in Österreich. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland einen anderen Begriff dafür gibt. Da geht es auf jeden Fall um die Rundfunkbeiträge, die wir als WG nicht bezahlen mussten eigentlich, denn niemand von uns hatte einen funktionierenden Fernseher. Der Fernseher, der bei mir stand, war nicht angeschlossen, wurde eigentlich nur als Bildschirm verwendet. Und der Fernseher meiner besten Freundin war ebenfalls eher ein Deko-Objekt, den ihre Eltern dort abgestellt hatten. Das war so ein unfassbar riesiger Röhrenfernseher, der nicht mehr funktioniert hat, aber nun mal einfach da stand, weil sie keinen anderen Platz hatten und sie gemeint hat, ja, sie können das gerne bei ihr zwischenlagern, bevor er auf den Müll kommt. Auf jeden Fall stand dieses Teil dann viel, viel länger als ursprünglich geplant da und war tatsächlich einfach irgendwann Deko-Element des ganzen Raums. Er wurde zu Feiertagen mit Girlanden behangen und sonst stand ab und zu mal ein Deko-Kaninchen drauf. Auf jeden Fall wurde er nie, und ich meine wirklich nie, als Fernseher verwendet, denn er war einfach kaputt. Das hat sie dann auch dem netten Typen von der GIS erklären können, der natürlich reinkommen wollte und alles absuchen, um uns einen Rundfunkbeitrag aufbrummen zu wollen. Insofern bin ich ganz froh, dass ich nicht auch da war, sonst hätte ich die Diskussion über meinen Fernseher natürlich auch nochmal führen dürfen. Aber sie hat ihm dann zum Glück nachweisen können, dass der Fernseher nicht funktioniert. Wir hatten auch kein Radio oder sonst irgendwas. Dementsprechend ist es uns dann erspart geblieben, die GIS zu bezahlen. Allerdings war das irgendwie ziemlich knapp und ich kenne tatsächlich bis auf diesen einen Mitbewohner keinen Menschen auf dieser Welt, der jemals die GIS reingelassen hat. Ich hatte persönlich die Situation selber noch nie, aber so aus Erzählungen weiß ich, dass die meisten denen einfach wieder die Tür vor der Nase zuknallen, selbst wenn sie einen Fernseher haben und es einfach nicht zahlen wollen. Aber wie gesagt, in unserem Fall gab es da auch einfach nichts zu holen. Nur war es natürlich typisch, dass gerade er ihn reingelassen hat und das Ganze zu Diskussionen geführt hat. Was Ähnliches in der Art ist uns dann nochmal passiert, allerdings dazu wahrscheinlich im nächsten Teil. Ich werde jetzt das Video an dieser Stelle beenden. Wie gesagt, wenn ihr noch einen Teil haben möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich würde mich natürlich wie immer freuen, dass, wenn euch das Video gefallen hat, ihr ihm einen Daumen nach oben hinterlasst. Ihr findet jetzt hier und hier die beiden ersten Teile dieser Storytime-Reihe, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und da unten könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren, falls ihr das nicht bereits schon getan habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!